Hallo Freunde, herzlich willkommen zu eurem absoluten Lieblingskanal mit 360 Gramm Unterhaltung für triamesische Zwillinge. Ist das triamesisch? Ist das triamesisch ein Wort? Sagt man denn? Du könntest auch einfach siamesische Drillinge sagen, statt triamesische Zwillinge, Alter, jetzt mal ohne Scheiß. So, Freunde, ihr lacht noch, wir machen heute richtig schlimme Sachen. Noch lacht ihr. Wir machen heute richtig schlimme Sachen. Wir gönnen uns heute köstliche Mikrowellenkammer-Fertiggerichte essen, Teil 2. Ich muss mal ganz kurz erzählen, ich war im Urlaub. Ja. An der Ostsee. Und immer noch unglücklich. Vor langer Zeit. Und hab die mitgebracht. Und das Schlimme ist, die Scheiße hält sich halt ewig, ne? Die standen nicht einmal im Kühlschrank. Die standen nicht im Kühlschrank und sind noch haltbar bis November. Das ist so eklig. Wie geht nur bis das? November? Sind die Dinger hier nicht irgendwie bis 2024 oder so? Ja, teilweise noch länger, ja. Wir haben Spaghetti Bolognese. Wir haben Grünkohl. Wir haben Kohlroulade mit Kartoffelpüree, Erbsen und Möhren. Wir haben, haltet euch fest, Gyros in Metaxa-Soße mit Tomatenreis. So aus. Wir haben Königsberger Klopse in Kapernsoße mit Reis und Gemüse. Wir haben, Achtung, Leichter Genuss Zwiebelhackbraten. Und von einer anderen Marke auch nochmal Kohlroulade, die ein bisschen anders angerichtet ist. Hier sind nämlich wirklich diese geilen Kartoffelwürfel dabei. Wir haben aber auch noch Nutri-Score B. Ja, und wir haben aber auch noch. Ja, richtig. Wir haben noch Köttbullar. Deftig, kräftig. Wir haben nochmal deftig, kräftig. Ah, ich halte es zu. Für Paul extra geholt, ja? Rahmgeschnetzeltes Zürcher Art. Ja, geil. Wir starten heute mit Spaghetti Bolognese von Son Bassermann. Was ist das denn? Ich dachte erst, es ist Reis, aber nein, es sind Nudeln. Es sind die Nudeln. Wir haben Spaghetti Bolognese mit Fleisch. Steht nicht welches da. In feinwürziger Tomatensauce. Oh, wie riecht denn das? Oh Gott. Paul muss schon brechen. Ab damit in Chef Mike, der regelt das. Mike ist ready in 3, 2, 1. So, da sind wir wieder. Wir haben die Plätze getauscht. Wie bin ich hierher gekommen? Oh mein Gott, ich weiß auch nicht. Bitteschön, es ist serviert. Bevor wir, Freunde, wir arbeiten hier am Wechsel. Gehört. Bevor wir das jetzt probieren, Grünkohl kommt jetzt als nächstes schon mal in die Mikrowelle. Ich möchte mich übergeben. Das sieht auch so aus, als hättest du das schon getan. Guck mal, da läuft irgendwas dran runter. Guck mal. Wir probieren jetzt mal so einen Block Spaghetti Bolognese. Raus. Guck dir das doch mal an. Die haben gar keine Konsistenz mehr, oder? So ein Brei. Ich glaube, die hatten noch nie Konsistenz. Guck mal, du kannst die Nudeln einfach wie so Kartoffelpüree essen. Hat aber auch was Schönes. Nein. Oh, ist bestimmt richtig heiß, oder? Nö. Ja? Es ist aber es ist heiß. Nicht richtig heiß. Über die Zunge verbrannt gerade. Du Troll. Ich hab's mir einfach in den Mund gesteckt. Die Nudeln sind unfassbar räudig. Ja, die Nudeln, das... Irgendwas ist ganz komisch an der Soße. Ja, aber die Soße ist... Es geht. Aber irgendwas ist daran super seltsam. Also ja, die Nudeln gehen überhaupt nicht klar. Die Nudeln sind einfach nur ein Brei. Also die sind... Du kannst Nudeln tot kochen. Die sind wieder auferstanden und nochmal tot gekocht. Aber die Soße geht klar. Probier die mal pur. Ja, das ist erst so. Kennt ihr diese dicken asiatischen Nudeln? Wie heißt die? Udon-Nudeln? Mhm. So wie Udon-Nudeln. Aber dann werden sie einfach nur zu Mehl. Aber sie haben auch gar... Sie haben... Keinen Geschmack. Aber ich muss euch sagen, die Bolognese-Soße, ich probiere die auch mal pur. Die geht klar, die ist okay. Finde ich auch, dass sie geht. Wenn die Nudeln nicht so krass widerlich wären, würde das echt klar gehen. Ranking, ja. Dann ist... genau, finde ich gut. Wir machen einen Stapel mit einem Ranking. Aktueller Platz 1, Spaghetti Bolognese. Diese Kohlroulade kommt jetzt in die Mikrowelle von Wingert Foods Komplettmahlzeit. Oh, der Duft ist auch nochmal besonders. Boah, sieht das schlimm aus. Ist auch überhaupt nicht flüssig. Das sieht aus wie was ich meinen Kindern nicht geben würde. Ihh, was ist das? Ihh, warum muss da so viel Wasser drin sein? Oh, wir brauchen... Oh, die Wurst. Wir brauchen ein Messer. Gibst du mir ein Messer? Oh, die Wurst, die riecht wie ein Keller. Kennt ihr so diesen typischen Kellergeruch? Ja. Die Wurst riecht nach Keller. So. Das schleimt bestimmt auch durch die Kartoffeln völlig aus. Da müssen wir gleich nochmal so ein bisschen... Oh Gott. Die Wasserecke wird auch irgendwie nicht weniger. Warum nicht? Boah, das riecht muffig. Das riecht ganz fies. Das riecht einfach muffig. Ich wette, ich find's richtig geil. Wie heiß ist es? Oh, krass heiß. Die Wurst. Die hat keine Konsistenz. Mann, ich möchte es noch essen. Die ist wieder Grünkohl. Sei doch mal ruhig. Boah, das ist salzig. Oh, das ist heiß. Das ist vor allem heiß. Ist immer die... Die ist widerlich, oder? Die ist, als ob jemand Hackfleisch genommen hat und zu tun, als ob er eine Wurst gemacht hat. Oh, Gänsehaut am ganzen Körper. Ja. Oh, guck mal bitte. Wirklich Gänsehaut. Oh.
Die hat einen ganz, ganz ekelhaft geräucherten Geschmack. Oh, mir ist kalt geworden beim Essen. Mir ist kalt geworden. Kurz vor tot. Guck doch, wie geht gar nicht weg. Todes Gänsehaut. For real. Aber der Rest davon ist übertrieben salzig. Ja, sehr würzig. Also, hä, aber das hinten, irgendwas schmeckt da nicht in Ordnung. Aber da die Kartoffel sogar noch was ähnlich wie eine Konsistenz aufweisen kann. Der Grünkohl ist auch echt eklig. Nur die Kartoffel ist okay. Es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Es ist diese ranzige Note, die wir bei einigen Sachen hatten, die ist nicht dabei. Die einzigen Komponenten, die ich wirklich habe, sind salzig und bitter. Ja, Das bei mir durchkommt. Ganz, ganz viel Ekel ist auch dabei. Sehr Grünkohl für mich jetzt gerade im Ranking, ganz klar, hinter und, Spaghetti Bolognese. Ja, unter... Ich muss das sauber machen. Freunde, wir gönnen uns jetzt lecker Kohlroulade mit einer Schweinehackfleischfüllung in einer herzhaften Soße mit Kartoffelwürfeln, würzigen Aufguss und grünen Bohnen. Ih, was ist mit den Kartoffeln schon wieder? Warum sind die denn so wieder würzig? Das sind die traurigsten grüne Bohnen, die ich je gesehen habe. Was ist das? Warte mal, ich geh mal ganz kurz rein, ja? Warum ist das Fett denn so getrennt? Was ist denn? Guck mal, wie die. Guck mal, die zerfallen förmlich. Da ist nur Wasser drin. Ist alles nur. Geschmacklich das Beste bis jetzt heute, die grünen Bohnen. Willst du mich verarschen? Die schmecken da nix. Ja, sag ich ja. Geschmacklich mit Abstand das Beste bis jetzt heute. Es riecht ganz eklig. Das ist scheiße. Ich hab nur Kartoffelschlotze. Das ist so. Stellt euch vor, jemand nimmt einen Kartoffelwürfel. Und schiebt den sich so in die Nase und schießt den auf der anderen Seite wieder raus. Und ihr müsst ihn essen. Nicht so widerlich. Warum Hans, Alter? Denn jetzt mal ernsthaft? Aber so fühlt es sich an im Mund. Warum? Wasser mit Pfeffer. Hm. Ja, das ist überhaupt aber nicht schlimm. Hä? Nee. Der größte Vorteil ist, das ist wirklich legit für Leute, die nicht kauen können. Ja. Aber es ist für mich geschmacklich über allen bisher. Ja. Echt? Ja. Besser als Spaghetti Bolognese? Ja. Deutlich. Dann folge ich euch. Okay, also ich muss sagen... Dann okay. dann folge ich euch. Nichts an diesem Gericht schmeckt... Ich kann noch mal rein. ...eindeutig nach dem, nach was es schmecken soll. Diese Soße hat zwar eine schöne Farbe, ja, die sieht zwar wirklich so aus, wie eine Bratensoße aussehen sollte bei der Kohlroulade, aber die schmeckt da nix. Die Soße ist halt, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist legit Fett und Pfeffer. Ja, es ist Fett, Wasser und Pfeffer. Auf jeden Fall aktuell klarer Platz 1. Ganz klar. Kohlroulade. Haben die Gyros in Metaxa-Soße mit Tomatenreis. Wisst ihr, der Mais, der wird wieder ohne Ende gezuckert sein. Hä? Was ist das Problem? Digga, der Mais! Der riecht wie vergammelter Mais, Alter. Jetzt grade, also der sieht, oder schon, hat sich der sieht schon ein bisschen aus, als wenn er so ein bisschen. Dann ist es vielleicht verflogen. Noch nicht rein, oder? Aber ey, als ich gerade aufgemacht habe, das war wirklich. Im Moment riecht das nach was ich essen würde. Ja, nö, der riecht. Jetzt riecht er nach Mais. Riecht nach einer Mischung aus Mais und Adventskalender-Schokolade. Oh, Leute! Hast du den Mais jetzt gegessen? Ja, er hat einen Restknack! Was? Nee, I don't believe it. No shit! Das ist der Gammel, das ist der Schimmel. Kann sein, aber der hat eine Kruste gebildet. Oh, er hat einen Knack. Mhm. Ja. Ihr habt einen Knack, Alter. Bester Mais! Die beiden haben einen Knack. Was? Du kannst da auch kauen. Du wirst ja wohl den Crunch haben. Also, das ist das Erste, worauf du kauen kannst. Oder meinst du, das ist wieder Sand? Aber zugegeben... Fisch vom Feld. Zugegeben... Gut, Mais ist halt nur süß, ne? Aber ist okay. Ja, Blob. Was ist mit dieser Ecke? Der Blob. Probierst du die Ecke? Ich mach den auf, den Blob. Guck mal hier. Oh, er ist auch noch am Schön. Stück. Schön, er ist am Stück, der Blob. Okay, hat wieder keinerlei Konsistenz. Der Mais ist besser. Was ist das? Reiszubereitung. Ihr kennt das, wenn man keinen Salz dran macht. Kann man, wenn man keinen Salz dran macht, dem Reis auch noch Salz entziehen? Geht das? Nee. Weil dann haben sie das nicht geschafft. Sorry, da muss ich jetzt drin rumpulen, bis ich ein Stück gefunden habe, was ich überhaupt in den Mund nehme. Ja, seht ihr, das ist halt übel durchwachsen. Ich probiere es mal anders zu machen. Warte, ich probiere mal die Soße. Warum? Oh, ist so räudig, Mann. Das ist alles schlimmer für mich. Aber es geht. Boah, das Fleisch ist süß. Boah, ist das süß. Boah, ist das süß. Hä, was ist das? Macht nicht das, was ich gerade gemacht habe. Nee. Lutscht nicht erst die Soße runter und schmeckt dann das Fleisch. Nee. Das Fleisch ist... Trocken wie Furz? Ja, oh, wirklich der Nachgeschmack übel. Ist schlimm. Probier mal den Reis mit der Soße. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Mal. Mach mal. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Okay. Aber lass den Mais weg. Nee, Alter.
Das ist was, das ist krass, das wächst, das wird von, das ist so ein Grower. Er wird von Bissen zu Bissen schlechter. Abgefahren. Also ich fand Reis mit Soße zusammen jetzt gar nicht so kacke. Paul verliert gerade jegliches Leben in seinen Augen. Also Freunde, Gyros, ich sag mal, ich würde es vor Grünkohl, aber hinter Spaghetti Bolognese sehen. In der Reiszubereitung sind nur 31% Reis, das ist ja wild. Nein, für mich ist Gyros schlechter als Spaghetti. Ja, aber für uns. Ja, aber für uns drüber. Dann habt ihr mich überstimmt und dann kommt Gyros auf rahmgeschnetzeltes Züricher Art, deftig, kräftig. So, aber von wir haben uns jetzt noch nicht Mr. Fix. Richtig voll auch machen, Olli. Gar kein Problem. Was boah, ist denn das? Smell. Hier kommt ein krasser Smell. Also, raus. Paul, wir beide hatten ja schon Züricher geschnetzeltes in der Deutschen Bahn, wo uns beiden den Tag lang schlecht war davon. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag lang. Ist es heiß, es tropft auf meine Hand. Ja, ich hab's auch auf Mann. Hinten raus wird's besser, aber initial ist es furchtbar. Ich hab gar keinen Bock, ich hab so Angst. Also erst war's kacke, hinten raus, jetzt wird's netter. Aber der Pilzrahmensoßen-Geschmack geht voll klar. Mit Fleisch, was ich gerade hatte, wenn jetzt Captain Knorpel und Kommissar Schwabbel sich nicht so die Klinke in die Hand reichen würden. Wer Paul, meine Damen und Herren. Paul stirbt gerade, weil er dran denken muss, wie gut das schmecken kann. Ich hab legit keine Ahnung von Zürcher Geschnetzeltem, aber das würde ich aufessen in der Not. Ich habe gerade nur Soße und Nudeln probiert. Ja. Mach das mal und dann drück mal die Nudel so gegen den Gaumen. Nein. Du hast keinen Unterschied der Konsistenz zwischen Soße und Nudeln. Können wir, also ich will jetzt gar nicht über die, aber es hat mir einfach diese Stelle Hand verbrannt. Das Rote, sieht man das? Ja. Es ist richtig aufgebläht auch. Toll. Also Flo hat Bock. Okay, krass, also ist das für dich auf 1? Bisher mit Abstand. Echt? Ja, für mich, also ja, können wir machen. Also Mr. Fix aktuell auf der 1. Wir probieren jetzt leichter Genuss und was aus dem Hackbraten. Was ist das denn? Hör mal auf, das Wasser ist da unten denn drunter. Kein Spaß, aber von allen Gerichten riecht das bisschen besser. Nee, boah, sorry. Ich habe das Gefühl, ich habe zu viel. Scheiße, ich hätte zuerst nehmen sollen. Das ist komisch, nee, ist nicht schlimm, aber das schmeckt mir nicht. Hä, im ersten Moment auf der Zunge dachte ich so, ist voll geil. Warum ist denn alles süß? Aber hinten raus, was ist das denn? Nein, einfach. Hä, das Kartoffelpüree ist scharf. Hä? Muss das so sein? Ich schmecke einfach gar nicht. Es ist scharf. Ich hab nichts geschmeckt. Komm, Rotkohl mal probieren. Der ist bestimmt voll süß. Nee, Alter. Dann kann man sich durch die Zähne ziehen. Der Rotkohl hat dieselbe Schmante drum wie die Kartoffeln. Ja, stimmt. Also ich finde, der Kartoffel, da muss ich alles daran eklig. Oh, der ist, also, oh. Nee. Flo, Alter, du bist ein Goblin, Alter. Wieso? So viel Hunger kann man gar nicht haben. Aber mal ehrlich, also Hunger. Zumindest die Gerichte, die Gerichte von dem Hersteller, die geben sich ja wenigstens noch Mühe, dass es irgendwie farblich nach was aussieht. Die anderen, also der da zum Beispiel, das ist halt einfach. Ja, die ficken halt nicht rum, die zeigen dir, wie die Scheiße aussieht in der Packung. Die sind halt ehrlich, ne? Ja. So, ich probiere jetzt mal alle drei Sachen zusammen hier. Hast du das noch nicht? Nee, alle drei zusammen noch nicht. Alle drei zusammen. Oh, richtig dicker Humpen hier. Die Bulette ist halt wirklich einfach. Was? Also ich sag dir, ist ja in Ordnung. Ich sag dir eine Sache. Schmecker hier auseinander. Alle drei jeder zusammen. So sein. Ja, ich merk schon. Wer für mich auf der 1? Wo kommt der leichte Genuss hin für euch? Für mich wär's ganz oben. Was? Also für mich ist er unter der Kohlroulade. Für mich muss er auf jeden Fall unter. Ja, das Problem ist. Ja. Unter der Kohlroulade sagt Paul. Ja. Ich sage ganz oben. Ich sag unter dem Ding. Machen wir das so. Warten. Ich merk schon. Hier gönne ich mir jetzt einfach mal direkt die Nase, ja. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das Mischgemüsezeug ist richtig räudig. Es hat mich angewichst. Sehr aufgelehnt. Es hat dich angewichst. Es hat mich wirklich einfach angewichst. Was ist denn mit dem Gemüse passiert? Das ist wieder süß wie Sau. Das ist wieder. Das ist auch wieder diese Kartoffelschlotze. Machen wir einzeln und dann gemeinsam oder erst gemeinsam? Ich sehe jetzt auch schon, dass das wieder nur süß ist. Okay, ich glaube, das ist Erbsen, klar, Karotten, beide süß. Das ist so süß, so ekelhaft süß. Vergiss es. Aber es schmeckt auch scheiße. Das schmeckt wie Dose ganz unten. Dank weiß wer? Nicht, ob die Mikrowellengerichte mich finally gebrochen haben. Aber die Königsberger Klopse finde ich nicht schlimm. Und die Soße pur ist so widerlich. Und hier habe ich, und das kenne ich von Königsberger Klopse, ich schmecke Kapern. Ja.
Es ist sahnig. Ja. Leicht würzig. Also, ja. Ich muss sagen, für mich bisher Favorit. Würde ich aufessen. Also es ist wirklich über den auch wenn ihr euch vielleicht wenn ihr euch vielleicht distanzieren möchtet von mir, verstehe ich das? Nee, aufessen finde ich zu wild, Alter. Das Gemüse ist absoluter Schmutz, das würde ich nicht essen, das würde ich nicht mal angucken. Oh, ist jetzt schwierig. Ist jetzt Platz 1. Herzlichen Glückwunsch, Königsberger Klopsen. So schnell kann es gehen mit den Königsberger Klopsen, ey. Das kommt jetzt von Erasco. Probieren wir nochmal. Die hat nämlich Erbsen und Kartoffelpüree, andere Kombination. Ihhh, schmeckt wie Käsefuß. So stell ich mir vor, wenn du jemanden über den Fuß leckst, so schmeckt das. So stell ich es mir vor. Ich habe nicht, dass ich das schon mal gemacht habe, aber so stell ich mir das vor. Ist das hier, das ist doch dasselbe, oder? Warte mal. Ich hab das Gefühl, das ist noch süßer als das. Ich hab das erste Mal wahrscheinlich nicht runterschlucken kann. Nee, Mann. Weil ausspucken muss. Aber ich hab mit allem ein Problem da drin. Also okay. Ja, ist alles scheiße, ne? Alles daran ist scheiße. Das Gemüse ist das gleiche, ne? Haben wir schon probiert? Nee, das ist süßer. Nee, noch süßer. Wie kann das noch süßer sein? Das Problem war, ich hatte gerade nur so ein Stück Karotte einzeln. Du musst mal nur Karotte einzeln nehmen. Das ist alles ist falsch an dieser Karotte. Die schmeckt nicht mal wie Dosenkarotte. Das ist einfach. Hä? Die schmeckt wie Kaninchenstall. Oh. Also an dem Gericht ist alles scheiße. Das ist wirklich richtig räudig. Kohlroulade. Definitiv. Von Erasco. Unterste Schublade. Yep. Ja, sehe ich auch so. Was sagt ihr? Ja, sehe ich auch so. Erasco? Im Chat wurde gesagt, wir haben der beim letzten Mal 5 von 10 gegeben. Yeah. Genau der. Das Gute darin ist das Gute ganz unten. Wir machen jetzt Schöttbullar von Mr. Fix. Deftig, kräftig, gebratene Fleischbällchen aus Schweine- und Gutes Rindfleisch. Gutes aus der Eifel. Warum sind denn da so Bläschen, die man noch innen drin zerdrücken kann? Dann Alter, was du da gerade gemacht hast, war so hast du's gesehen? Unendlich widerlich. Hast Alter. Du gesehen, dass ja. es aufgeploppt ist? Ja, leider habe ich es gesehen. Und ich fand es so ekelhaft, dass ich jetzt gerade richtig Probleme habe, Alter. Hä, warum ist die Bulette so leicht zu zerteilen? Ja. Hä? Die lag schon. Ich krieg die gar nicht aufgepiekt. Guck mal. Die bleibt gar nicht haften an der Gabel. Sie hat einfach keine Konsistenz. Aber geschmacklich geht das voll klar. Ja. Mit ein bisschen Salz drüber. Bin ich da drin? Kannst du hier direkt neben das stellen, esse ich über den Tag auch noch. Super widerlich. Ich esse das auch. Das ist super widerlich. Für mich ist absolut Platz 1 direkt. Es ist tatsächlich. Ich würde es auf Platz 2 packen. Also unter meinen Rahmen geschnetzelt oder mit meinem Rahmen geschnetzelten zusammen. Ja, würde ich auch. Ja, da sehe ich uns. Ja, doch. Mr. Fix ist guter Performer. Weil damit kann ich dann schlecht leben. Dann muss Mr. Fix ist auch ehrlich so von der Farbe her. Kannst du mal aufhören, meine Königsberger Klopse hab ich doch gar nicht. Die sind auf Platz 2. Ja, mit dem Schmutz. Alter, mal dein Maul. Alter. Wollen wir mal ausrasten. Alter, deine Königsberger Klopse schmecken wie Scheiße. Das, Freunde, nein, das macht es aus uns. Also ich habe jetzt gerade mit Kartoffeln nochmal zusammen probiert und ja. Aha, ja, aha. Okay. Ja, also aha. Es ist nicht letzter Platz. Präsentieren, was ihr essen könnt, wenn ihr Mitarbeiter bei uns seid. Ja. Bewerbt euch noch heute. In der Wertung können wir auf jeden Fall sagen, Mr. Fix, so ein Bassermann, wenn schon so ein Mikrowellen-Mehrkammergericht sein muss, dann ist Mr. Fix und so ein Bassermann eine gute Wahl. Ja. Wingert kann man sich geben, ist ganz solides Mittelfeld. Erasco, schon offensichtlich wieder weg. Ja, genau das. Erasco, nur Dosen. Erasco komplett lost, Alter. Kann so, man alles sehen. Da habt ihr unser Ranking, Freunde. Sehr gut. Wenn ihr mal wirklich keine Zeit geil zu kochen habt. Die Köttbullar abschließen. Und wenn ihr vielleicht, nee, noch besser, wenn es euch im Leben richtig gut geht, ihr seid am Maximum angekommen und ihr wollt wieder ein bisschen Leere in euch spüren. Nee, was euch am Boden hält, ja? Ja. Das ist das, was euch am Boden hält. Ja, Freunde, falls ihr unseren ersten Teil nicht gesehen habt oder unsere anderen fantastischen Tests nicht gesehen habt, wie zum Beispiel den Tiefkühlpizza-Test, dann gebt euch den auf jeden Fall auf unserem Kanal. Wir sind jetzt zurück und wir sind die größte Testinstanz Deutschlands. Wieder. Exakt. Wieder. TÜV, Stiftung Warentest, fickt euch alle. Boom. Jetzt ist Zeit für Stiftung TÜV, Floyd. Test. Warnung. So. Einkaufs. Man kann uns auch, wie bei Stiftung Warentest, alles zuschicken und für Geld bewerten wir das. Bis gleich.